auch schon verrückt. Hallo? Wie bitte? Ob der Chef zu sprechen ist? Nein, der ist auf die Bank gegangen. Um ein Geld auf die Bank? Nein, auf eine Bank in Porto. Dort sitzt er jetzt. Ah, Sie wollen Geld von uns? Wer will das nicht? Was? Wann wir unsere Schulden bezahlen? Nee. Was, wegen Ihnen soll der Chef sitzen? Ja, der andere, wegen denen er sitzen kennt. Hallo? Nein. Was? Warum wir nicht zahlen? Ich werde den Chef fragen, ja. Rufen Sie in ein paar Monaten wieder an, ja. Ah, nein, das ist dasselbe. Einen Schmarrn. Aus. So, nichts mehr. Nicht wissen, womit wir bezahlen sollen. Herein. Wer wird jetzt schon wieder sein? Oh, guten Morgen. Oi, der Pickerkleber. Guten Morgen, Herr Gerichtsvollzieher. Guten Morgen. Na, kommen Sie nachschauen, ob Ihre Kuckucks, Ihre Ader überall picken. Bitte schön. Pickt alles. Bei uns alles in bester Ordnung. Ihre Wertbriefe sind bei uns in den allerbesten Händen. Brav, brav. Ja, ich habe schon wieder drei neue Pfändungen. Aber mit noch nicht gepfändeten Gegenständen können wir leider nicht dienen. Habe ich auch wirklich nichts vergessen? Schwer möglich, nachdem Sie uns jede Woche mindestens zweimal beehren. Das ist furchtbar mit Ihrem Chef. Er will und will nicht zahlen. Das heißt, er will nicht. Er will und ob er will. Ja, warum zahlt er denn dann nicht? Na, weil er nicht kann. Er hat doch früher ihm alles bezahlt. Er hat doch ein gutes Geschäft. Gehabt, ja. Aber seitdem das große Geschäft gegenüber von uns abgemacht hat, kommt fast kein Kunde mehr zu uns. Na, und wo ist denn dann das Geld, das er früher verdient hat? Ha? Weg, alles weg. Aber wohin? Frag nicht, wohin ich gehe. Frag nicht, wohin. Ach, Blödsinn. Also. Futsch ist es. Hat er vielleicht eine Freundin in der Stadt, die ihm das Geld aus der Hosentasche herauszieht? Mein Chef hat keine Freundin, der lässt überhaupt kein Weib in seine Nähe. Wissen Sie, was das heißt? 22 Jahre bin ich jetzt beim Chef. 22 Jahre lang in der Hoffnung zu sein. Was sagen Sie doch? In der Hoffnung zu sein, dann hier mal Frau Chefin zu werden. Naja, 4 bis 5 Jahre warte ich noch. Wenn es da nichts wird, dann gebe ich's auf. Naja, Geduld haben Sie, das müssen wir schon sagen. Ja, aber jetzt weiß ich doch immer nicht, wieso es hier so bergab gegangen ist. Kommen Sie. Da war einmal die Gerda. Aha, also doch eine heimliche Geliebte, was? Hören Sie mal mit den Geliebten auf. Wenn er nicht einmal eine so voll erblühte Rose wie mich bemerkt. Na, sagen Sie, ist Rose nicht ein bisschen übertrieben? Warum? Distel würde auch genügen. Also die Gerda ist nicht seine Geliebte, sondern die hat er gefunden. Was gefunden? Na, wo findet man denn so etwas, Herr? Was ist so klein? Ein Findelkind. Er hat sie als Kind angenommen und vertritt Vaterstelle an ihr. Na ja, und? Na ja, lass sich das was kosten, studieren, lass das. Ja, das kann er sich eben nicht leisten. Aber nein, solange das Geschäft da drüben nicht aufgemacht hat, ist es ja gegangen. Sonst und gar keine Hoffnung, dass Binke-Binke ins Haus kommt? Na ja, ein Rettungsanker wäre in Aussicht. Hat er vielleicht jetzt ein gutes Geschäft zu machen? Das Geschäft gibt's nicht, bei dem mein Chef etwas verdient. Der ist im Stand und führt Sand in die Sahara. Nein, der Weichholz ist es. Wer ist denn der Weichholz? Der Möbelfabrikant Weichholz. Der hat noch ein paar andere Fabriken. Wo ein Geld zu verdienen ist, hat der seine Hand im Spiel. Der stinkt für lauter Geld. Ach so, und der will dem Herrn Bockerl... Was soll er dem Herrn Bockerl? Helfen. Der Weichholz, wem helfen? Nein. Der will die Gerda. Die möchte er heiraten. Ach so, und wenn die Gerda ja sagt, dann gibt es ihm das Geld, das er braucht. Na ja, es hat nur einen Haken. Es gibt da eine Jugendliebe zwischen der Gerda und dem Lehrer Frommer. Na ja, so hoffentlich klappt es, aber ich muss jetzt wieder gehen. Meine Kuckucks kann ich nirgends mehr hinpicken. Höchstens ich fände sie und beginnen ein Pickerlein. Lassen Sie die frivolen Witze, ja? Verzeihen, also, dann nehmen Sie wohl. Sie glauben gar nicht, wie weh das mir tut, wenn ich so zu den Leuten finden gehen muss. Jedes Mal drückt es mir das Herz auf. So gerührt bin ich. Wie lang sind Sie schon Fendungsbeamter? 25 Jahre. Da hat Ihr Herz schon viele Drucker aushalten müssen. Leider, leider. Also dann auf Wiedersehen. Ganz wohl. Wiedersehen, Cordelia. Oh, ich brauche da eigentlich... Ah ja, aufs Trinken hätten wir beinahe heute vergessen. Bitte. Danke, danke. Oh, bitte. Also, Skull, Cheerio. Nein, aus dem Kissen. Oh. Oh. Ja, da könnte ich ja eigentlich auch einen Kuchen. Sind Sie gescheit? Was trinkt man denn, wenn Sie wiederkommen? Ja, richtig. So was. Ja, man muss manchmal auch seinen menschlichen Gefühlen rechnen dran. Ah! Nein.
Katzen. Pardon. Beim seine Menschlichkeit. Sei es im Stand und nimmt deinem halb verhungerten Hund den letzten Knochen weg. So ist es, unser Freund. Mr. Tani im Dom, ha? Nein, was wollen Sie schon wieder, Herr Toni? Ja, wir haben was Wichtiges zu besprechen. Oi, haben Sie schon wieder eine von Ihren geldbringenden Ideen? Sagen Sie, warum führen Sie Ihre guten Ideen nicht selber aus? Ja, was geht denn da Sie was an? Na, hören Sie, durch Sie bekomme ich schon ein Vermögen an Lohn hier. So. Na, mindestens 30 Jahre. Wir haben erst 22 Jahre in Dienst an, ne? Dann die Zinsen, wo sind die? Ja, Sie sind nicht direkt beteiligt am Daniel, sein Geschäft. Ja, wenn die Kuckuck überall picken. Ja. Herr, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass mich der Chef einmal heiratet, wäre ich schon längst weg. Ja, dann so langs weg. Ja, ganz bestimmt. Naja, das war eh nicht schlecht, wenn es ging. Also wenigstens eine Ausdauer. Was wissen Sie vom Innenleben einer Jungfrau? Also Sie meinen von einer Eisernen, gell? Sowas wie Sie kann mich ja nicht beleidigen. Mit Ihnen will ich mich ja nicht streiten. Ja. Aber Sie, wenn Sie noch einmal frech mit mir sind, ja, Sie Manderl, dann mache ich Kleinholz aus Ihnen. Ja. Nicht umsonst habe ich in meiner Freizeit Karate gelernt. Ja. What? Herr Hein! Ja, Wer? Fragst du so blöd? Der Daniel Wieser! Ja, wo ist er denn? Sagen Sie mal, wollen Sie mich am Arm nehmen? Na, erstens kennt ihr das nicht und zweitens waren Sie mir viel zu schwer. Ich darf Sie noch nicht raten, ich rauche keinen Gurten, ja? Ich rauche überhaupt nichts. Wo ist er, habe ich gefragt, hat er sich versteckt, dann wäre ich finden irgendwo. Ja, suchen. Aber Sie. Sie werden mir sagen, wo ist? Ja, und Sie, aus mir können Sie nicht herausschütteln, weil ich habe mir nicht eingestellt. Aber Sie wissen, wo er ist. Ja, jetzt weiß ich, wo ist. Also, wo ist er? Nicht da. Sie will nicht so. Wollen Sie mir am Arm nehmen? Sie raten mir, ich bin ein sehr verträglicher Mensch. Ja, das sehe ich. Aber im Zorn, da bin ich ein Vieh. Ja, und so nichts an Sie immer, gell? Sie, ich sage das. Sie werden. Ich bin der Falsche. Sie haben da Wut auf den Daniel, ne? Und am Sari. Ja. Aber dann reden Sie jetzt am Blödsinn daher, das vertrage ich nicht. Den Daniel bringe ich sowieso um. Auf einen mehr oder weniger kommt es mir nicht an. Ja? Oh, mein Daniel. Warum diese Mordgedanken gegen den Daniel? Weil er nicht zahlt. Ja, wie viel ist er denn schuldig? Ein Zehntausender. Wie lange denn schon? Was geht denn Sie überhaupt an? Ja, weil ich so ein Rechtsberater bin. Also dann raten Sie, dass er zahlen soll, wenn er noch länger leben soll. Ja, wie ist denn überhaupt so die 10.000 gekommen? Aber vor einem Jahr habe ich ihm 50.000 geholt. Ne? Und da hat er bis jetzt 40.000 bezahlt. Was rennst denn für ein Blödsinn daher? 60.000 hat er gezahlt. Was 60.000 für 50.000? Und da ist er nur 10.000 schuldig. Dann sind Sie blöd, können Sie nicht rechnen? Und die Rechnung ist mir zu hoch. 50.000 und 40% macht wie viel? Was? 40% für ein Jahr? Na sicher, wollt ihr mir nicht überhalten, nicht? Sie sind ein kulanter Geschäftsmann. Also 50.000 und 70%, das macht 70.000. 60.000 hat er gezahlt, da sind wir noch 10.000 schuldig. Ach so, was? Und die muss ich auch kriegen. Na ja. Die muss ich kriegen, wo ich so human bin mit meinen 40%. Nicht? Also ich verlange manchmal auch noch mehr. Na sicher, war ja blöd, weil ich es nicht nehmen darf. Nicht? Aber die 10.000 muss ich kriegen. Weil sonst hat es einen Daniel Bockerl gegeben. Und was ich versprich, das heute. Ich gehe jetzt. Gott sei Dank. Und ich komm wieder. Ja, das wird uns gefreien. Und das weiß ich noch nicht. Was? Wie viel Kohle leid. Das glaube ich. Wenn ich an einen Ochsen vorbeigehe, fängt er an zum Zittern. Ja. Und den Daniel, den sagen sie, er soll das Geld zusammenkratzen. Den war nicht. Dann nutzt ihm sein Geld auch nichts mehr, weil dann... Dann machen Sie es mit ihm so wie mit Ihren Ochsen, gell? Ja, aber nicht so human. Denn im Zorn, da bin ich ein... Selber ein Ochs, gell? Stimmt, genau. Also nichts für ungut, kommen Sie her. Ich gehe. Aber ich komme wieder. Und sonst dem Fockerl, wenn er nicht zahlt.
dann soll er sein seelisches Wohl in Ordnung bringen, denn von seinen leiblichen Sorgen wird er von mir befreit. Habe ich die Ehre? Oh, ich auch, habe ich die Ehre. Ich sehe zur Ruhe, ja. Du bist ja noch zugedeckt, ja, gibt's denn sowas her? Ja, das schon, was ich da gibt. Ja, servus, da bist du auch da, ja? Ja, was sagst du, ein schöner Tag, ne? Ja. Nichts riert sich, nichts passiert. Ja, da heißt früher, kann man sagen, da war was los. Ja, was war denn? Ja, nicht viel. Umbringer hat der einen wollen. Oh, Umbringer hat mich einer wollen? Ja. Wann sind wir frei geworden? Ja, wer ist denn mein zukünftiger Mörder? Der Viehhändler Stark. Ja, ja. Du noch was sagst, hast du das Los schon gefunden? Nein, ich hab nicht gesucht, weil ich sowieso nichts gewonnen hab. Du sag einmal, erinnerst dich noch an die Nummer ja, von deinem Los? Dann? Eine folgende ja. Nummer ist als Abtreffer gezogen worden, gell? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Das ist eine blöde Nummer, kauft mich nicht. Ne? Meine Lieblingsnummern sind ganz anders. 1, 1, 1. Eine Freundin, noch eine Freundin und wieder eine Freundin. Du hast es notwendig, was du an Frauen denkst. Ja, ich brauche eben das Weibchen. Ja, gib nicht das so, das wird nicht mehr viel los. Oh, bei dir. Du meine Ahnung hörst. Ja. So soll es doch mal sein, wie die Weiber laufen, wenn ich schwinke. Ja, von dir davon. Mit mir nach, nicht? Mir nach? Ja, lieber dir nach. Mir nach, Freile. Aber jetzt ist natürlich aus mit den Puppern. Ausgepuppert hat sich, nicht wahr? Ja. Weil die Anastasia heiraten muss. Ja, es gibt aber Schiere. Ja, aber da muss man lang suchen, ne? Schau, sie hat mir deine ganzen Schuldscheine gekauft, ne? Nur sie kann den Kuckuck von deinen Sachen entfernen. Und was liegt schon dran, wenn sie das heiratet? Sie wird schon nichts verlangen von dir, nicht? Und du hast ewige Schandzeiten. Na, da könnte man noch ist das schlecht. So schnell kann ich mir nicht schauen, hat sie mich im Bett drin. So wütend. Das ist ein männerfressendes Ungeheuer, ne? Was, wenn es ein bisschen schöner war, dass er ein schlechter Mensch ist, na bitte, ja. Das soll vorkommen. Aber sowas wie sie, in Altertum hätten sie die als Hex verdrängt, ne? Außerdem habe ich meine Gerda. Ja, ein Findelkind. Gerät nicht so blöd, gell? Ja. Findelkind. Bitte, sie ist nicht von mir. Aber ich könnte mein eigenes Kind nicht lieber haben, als wie die Gerda. Ne? Im Vertrauen gesagt, sowas wie die Gerda hätte ich nie zusammengebracht. Ja? Nie zusammengebracht. Ne? Das muss eine Sternstunde gewesen sein, wie die beschlossen ist worden. Ne? Und sowas haben die Raubmüttern weggelegt. Ja, und du hast es gefunden? Ich hab's gefunden, jawohl. Vor meiner Haustür ist gekriegt, mitten im Regen. Nicht? Die war so klein, weißt du, ne? Ganz klar. Zuerst habe ich es für einen Buben gehalten, nicht? Ja, erst wenn man die Gläser aufgesetzt hat, habe ich gesehen, da fehlt was, nicht? Ja, also ich hab sie aufgezogen, den ersten Schnuller habe ich sie gemacht. Okay. Ja, meine Erfindung. Hm. Ein kleines Leinwandsackerl, ein Zucker rein, es zeigt sich, wie die immer geschlägt hat. Okay. Solche Schnuller hat es schon lange vorher gegeben. Hat schon gegeben, ja. Manche geben einen Mann hinein, damit die Kinder schlafen. Ich hab sie nicht mit Rauschrift aufziehen wollen, nicht? Na, das war schön gewesen, wenn die in Wiegelbus daheim gewesen war. Ja, gebadet hab ich sie auch. Ich selber, ja. Einmal habe ich zu heiß Wasser, da bist du das mal gesunden, nicht? Da hat schon ausgeschaut wie ein Krebs, ne? Auf meine Knie habe ich es reiten lassen, nicht? Und da hat sie mich das erste Mal nass gemacht. Das sind doch alles schöne Erinnerungen. Dass die nass gemacht haben. Ja, alles sind schöne Erinnerungen. Später, wie sie dann in die Schule gegangen ist, die Kerle, hab ich für sie die Aufgaben gemacht. Ich, gell? Da war es bald sitzen bleiben. Da habe ich dann einen Hauslehrer engagiert, der das wieder gut machen müssen, was ich verpatzt habe. Später dann haben wir Reisen unternommen. Aha, die mitgeholfen haben dich zu ruinieren. Na, und was wird jetzt sein, wenn alles aus ist? Die Studiererei und das jeden Wunsch. Doch, da war nicht aus sein, nicht wahr? Darum opfer mich auch. Heirat die Anastasia, diesen weiblichen Dracula. Ja. Hoffentlich geht alles gut aus und such das los. Ja. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man was weggehen kann und weiß nicht, wo man es hingesteckt hat. Es ist niemand mehr viel Zeit. Gell? Der Haupttreffer wurde bis heute noch nicht eingelöst. Dann such, Daniel, such!
Such, ich bin kein Hund, nicht, das ist möglich. Wollen Sie suchen, ich werde nichts gewonnen. Herr Chef, was ist denn? Zwei hübsche, sehr hübsche junge Fräulein sind im Geschäft und wollen zwei heiße Höschen kaufen. Ja, vielleicht ist einer kalt, ne? Na, wir haben aber keine heißen Höschen. Dann verkaufe einen Lauwurm, wenn nicht, oder so. Wir haben keine Lauwurm, wir haben nur ganz gewöhnliche Hosen. Sag, wie schaust denn du schon wieder aus, Herr? Wie schaust denn du schon wieder aus? Hast du ja schon wieder deinen Hals nicht gewaschen. Na, warum soll ich denn? Ja, da war's ja, weil eine Kundschaft kommt. Bitte, dann wasch ich mir halt. Und was ist, wenn keine kommt? Dann steht da mit dem Waschen am Hals. Du holst mich, du Elendiger, da. Na, furchtbar. Furchtbar, ich muss dieses Monster. Ja, Anastasia heiraten sie. Oh! Ja, geht's ja, Halluzinationen. Da kommt schon. Mein Albtraum kommt ja. So ist eben anfangen. Na so. Ich werde die Tür drüben. Richtig. Rechtsichtig. Ah, da bist du ja. Warum versteckst du dich? Hast du Angst vor mir? Na ja, für alle, ne? Lass die Witze. Also, was ist? Hast du dir meinen Vorschlag überlegt? Welchen, liebe Anastasia, welchen? Na, wegen uns zwei. Ja. Na, eigentlich gibt's ja da gar nichts zu überlegen. Ich hab das Geld und du brauchst es. Also, greif zu. Ja, das Geld nehme ich sofort, aber die... Keine Witze. Du darfst ja nicht glauben, dass ich mir aus dir was mache. Na, dann ist eh in Ordnung. Du gibst mir das Geld und du bleibst, wo du bist. Ja, bin ich denn blöd? Ja, freilich. Du sei nicht frech. Wenn ich dich schon kaufe, ja, wir bezahlen uns fürs Kilo von mir. Dann kaufe ich das Geschäft, ja, und deinen Besitz. Und die nehme ich heute so mit. Das schau her, das schau. Jetzt bin ich sogar ein männliches Teilgirl geworden. Ja, und kaufst du mich für immer oder verkaufst du mir wieder vielleicht noch? Na, für dich kriege ich doch nichts. Ja, da hast du so was. Blöd, dich zu kaufen, bin ja nur ich. Da stimmt, ich kaufe mir auch nicht. Ne? Geheiratet will ich werden, das ist der Grund. Ich komme langsam in die Jahre. Langsam? Du kommst schon wieder raus, ne? Du bist schon in der dritten Blüte. Und wenn ich jetzt nicht heirate, wann ich mir Zeit lasse? Ja, da kriegst du überhaupt nie einen, ne? Da warum ausgerechnet mich? Weil ich in der Hand hab, weil du machen musst, was ich will. Ich brauch nur mich, da gehst her und schon musst du kommen. Ja, aber aufwarten muss ich nicht, aufwarten. Wir werden ganz glücklich werden miteinander. Freilich, ich mach das, was du willst. Ja, das ist ja selbstverständlich. Selbstverständlich. Das Geschäft, das du verludet hast, das wird wieder in die Höhe gebracht. Ja. Ich investiere mein Geld doch nicht umsonst. Mhm. Und dann, Daniel, dann ist es aus mit dem Faulenzerleben. Um 6 raus aus den Federn. Um 7 stehst du im Laden. Alles wird in Ordnung gebracht. Und wenn die erste Kundschaft kommt, da muss alles stimmen. Und dann wird geschafft. Ich weiß schon, scharfe Häusle bauen, ne? Aber schlafen darf ich schon irgendwie. Silberne ist Schluss mit der Arbeit. Dann wird mit mir abgerechnet, dann essen wir. Und dann gehen wir gemeinsam schlafen. Gemeinsam? Na, was hab ich gesagt? So schnell kann ich aber nicht schauen, hat mich vernascht. Meinst du mit dem gemeinsamen Schlafen, dass wir beide? Ja, das selbstverständlich. Ja, zu was? Für was kaufst du dich denn, nicht? Da wir was haben für sein Geld. Hoffentlich enttäusche ich dich nicht. Ich kauf nicht die Katz im Sack. Mhm. Ich kenne deinen Ruf und weiß, was ich mit dir krieg. Und erwarte, dass ich meinen Mann stelle, nicht wahr? Man muss mich halt gut nähern, nicht? Daran soll es nicht fehlen, ja, wenn du deinen Pflichten nachkommst. Ich stehe ja sowieso einen Wochenplan auf. Wenn die ehrlichen Pflichten... Mein Lieber, das wird was, ne? Am Montag antreten, am Dienstag antreten. Und bitte, Mittwoch machen wir Ruhetag. Ne? Wegen der Arbeit. Was die ehrlichen Pflichten anbelangt, das ist Stimmungssache. Ich bin in der letzten Zeit immer in schlechter Stimmungssache. Wenn wir erst verheiratet sind, wird sich das schon geben. Ich bin ja schließlich ein begehrenswertes Weib. Du! Die muss kein Spiegel daheim haben, ne? Daniel, ja, deine Antwort wegen uns zwei. Morgen, liebe, morgen. Ich muss erst die Gerda fragen. So, die Gerda musst du fragen. Naja, also da wird sie noch viel ändern müssen. Vergiss nicht, Daniel, überall fliegt der Kuckuck. Ich weiß, und nur ich kann dich retten. Da
Schau, das sind die Schuldenzettel. Ha, möchtest du das haben? Ich möchte schauen, ob die Beträge stimmen. Ja, ja, die stimmen schon. Da kannst du dich drauf verlassen, Daniel. Nur ich kann dich rechnen. Vergiss das nicht. Nicht umsonst habe ich deine ganzen Schuldscheine aufgekauft. Und alles ist gepfändet, und zwar von mir. Ich komm wieder, Daniel. Und ich möchte dein Ja. Sonst. Versuch's mir hochgehen. Du weißt ja, Erpressung ist ja heute modern. Jawohl. Sonst ist aus mit dir, Daniel. Ganz aus! Na, lieber. Das ist eine verpotzte Brunnenfigur, was? Na, lieber. Ja, Tommy, was sagst du zu meiner zukünftigen? Was? Du bist auch entsetzt, nicht? Aber Tommy, dir sage ich es im Geheimen. Wenn ich wirklich heiraten muss, kaufe ich jetzt hier in Gallien, nicht? Und dann. Stell dir vor! Die Anastasia und ich, bei mir Kinder kriegen, die muss ich gleich einen schönen Brunnen aufziehen lassen. Das Schöne ist, dass du heute so wenig Gepäck hast. Aber was tut man nicht alles für seine zukünftige Frau? Zukünftige Frau? Naja, ich glaube schon, dass ich möchte. Aber da gibt es manches, was erst geklärt werden muss, ehe das passieren könnte. Na, eigentlich nicht. Schau, Gerda, wir kennen uns doch schon seit unserer Kinderzeit. Bitte, in letzter Zeit, da haben wir uns ja nicht viel gesehen. Du, sag einmal, wie viele Freundinnen hast du inzwischen gehabt? Hm? Viele, aber nur zu Studienzwecken. Ich will doch als volltrainierter Ehemann mit dir leben. Ich werde mich doch nicht blamieren. Naja, vielleicht habe ich auch ein bisschen trainiert in Sachen Liebe und... Und bist drauf gekommen, dass es für dich nur einen geben kann. Mich, den Bertel Frommer, wohlbestreuter Lehrer von Brunstadt. Also eingebildet bist du überhaupt nicht. Nein, nie. Ich weiß nur, was ich wert bin. Oh, Bertel, wenn das alles so einfach wäre mit uns zwei, wie du dir das vorstellst, das wäre schön. Aber der Toni, der Vetter von Papst, hat mir geschrieben, dass es bei uns nicht zum Besten steht. Alles exekutiert. Und eine baldige Versteigerung ist zu erwarten. Bertel, ich muss ihm helfen, dem Papst, wo ich doch bestimmt zu deinem Ruin beigetragen habe. Es hat er der Toni geschrieben, ein wahrer Freund. Ja, nicht direkt, bitte. Und red nicht schlecht über den Toni, der meint nur gut. Schau, Bertel, du, versteh mich doch. Ich muss ihm doch helfen, dem Papst. Da sehe ich nur eine Lösung. Ja, du glaubst doch nicht, dass du... Ja, ich mein schon, was du meinst. Den Wenzel? Ja, den Wenzel. Den Wenzel Weichholzmöbel en grand detail? Ja, das en grand detail Möbel, den Weichholz, mein ich. Wegen dem seine Küchen- und Schlafzimmermöbel willst du auf sowas wie mich verzichten? Ja, mit dem Speisezimmer da. Ja, da springst du nie übers Herz. Ich muss dem Babsch helfen. Das bin ich ihm doch schuldig. Vor einem Monat hat mir der Weichholz einen Antrag gemacht. Also den Wenzel wirst du mir vorziehen. Den Wenzel! Einen Bauch oder dein Vater könnte er doch sein. Blöd ist er. Du vergisst nur eins. Er kann dem Papst helfen. Dem muss anders geholfen werden. Aus deinen schwarzen Strumpf? Ich brauche nämlich eine Maske. Ich raube eine Bank aus. Das ist jetzt sowieso modern. Bertel, nimm doch Vernunft an. Schau. Ich hab doch immer nur dich wollen. Ja, das überrascht mich nicht. Ich habe nichts anderes erwartet. Und darum wirst du auch Frau Lehrer fromm. Bertel, ich muss dem Vater helfen. Und ich sehe keinen anderen Ausweg. Also den Wenzel, ich werd verrückt. Gerda, ich erkläre bindend. Du wirst diesen Weichholz nicht nehmen oder ich spreng ihn samt seiner Möbelfabrik in die Luft. Du wirst gar nichts machen. Ich werde. Nein, du wirst nicht. Und ob ich es tun werde. Und ich sag dir nein. Und ich sag ja. Ja, da legst du nieder. Ja, was will denn der Herr Lehrer vom Fräulein Gerda, hä? Dasselbe wie Sie, nur mit dem einen Unterschied, dass ich Sie bekomme. Ja, da legt sie nieder. Ein Lehrer, sowas gegen mich, den reichen Weichholz. Schauen Sie, ich hab Füge. Ja, da hat er recht. Und die Föhnhäuser. Ja, da hat er recht. Und die Föhnfabriken. Da hat er recht. Da im Kopf ist aber nicht viel drin. Da hat er recht. Sie werden sie ja nicht frech, sie, ja? Also, ich gehe jetzt. Dann lass die beiden Herren allein. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen.
Das ist lieb. Oh, ist die lieb. Also passen Sie. Ja, Fräulein Gerda, ich wollte Ihnen ja was fragen. Fragen Sie ruhig mich, da steht Ihr zukünftiger Gatte. Oh, da legst du nieder, Ihr Gatte. Eine Lehrer, ein Niemand gegen mich. Den Möbelfabrikanten mit den Föhnhäusern und dem Föhngeld. Ja, ist gut, dass Sie es einsehen. Ist gut. Ich sage Ihnen nur eines. Schlagen Sie sich die Gerda aus dem Kopf, weil nämlich gegen mich haben Sie überhaupt keine Chancen nicht. Mein Lieber, einen Mann wie den Wenzel Weichholz kriegt man nicht alle Tage. Das kann ich mir vorstellen. Da muss man lang suchen, bis man so ein Exemplar findet. Sie sehen das auch ein. Warum soll sie mich denn da nicht wollen? Ja, weil sie mich will. Da legst du nieder. Einen Lehrer. Na bitte, bitte, wir Pädagogen sind sehr wichtig. Was sind Sie? Ein Pädagoge? Da können Sie mir gleich die Hühneraugen schneiden. Pädagoge. Also ich hab geglaubt, da Bettikiere. Na, Sie haben die Lehrer bestimmt nicht strapaziert, denn über die erste Klasse sind ja Sie bestimmt nicht hinausgekommen. Also bitte, bis zur Hälfte von der zweiten Klasse. Außerdem geht Ihnen das überhaupt nichts an, nein, sage ich Ihnen. Lassen Sie die Hände von der Gerda, weil sonst... Na, was sonst? Na ja, sonst. Wenn ich nicht so eine Angst hätte, hätte ich Ihnen eine runterhauen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, weil nämlich... Ich habe einen Freund, den Chesinau. Na, der hat Hände wie ein Aburgdeckel. Mein Lieber, der wird es Ihnen zeigen. Und mein Freund ist Mittelgewichtsmeister im Boxen. Sie wollen also den Kampf? Na, von mir aus über 50 Runden. Ja, da schauen Sie mich an, hier steht der Sieger. Ja, ja, und der Ehrenpreis ist Fräulein Gerda. Fräulein Gerda, haben Sie keine Angst nicht. Sie werden es Möbelfabrikantin Weichholz. Merken Sie denn das? Sie niemals, Sie einmal eins hängst, Sie. Sie fettfressender Möbeljongleur, Sie. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie jetzt gesagt? Fettfressender Möbeljongleur. Ja, da habe ich doch richtig gehört. Ich krieg Sie, Gerda. Du brauchst keine Angst zu haben, Gerda. Du wirst nicht, Frau Weichholz. Und wenn ich diesen Holzwurm kidnappen muss... So, warum merkst du so lange? Er ist so geschehen, wo ist er denn? Wie sollst du mich fragen? Bitte, in der Herz zum Singen auf. Hat Ihnen noch niemand gesagt, dass Sie keine Stimme haben? Nein, aber das weiß ich selber. Was willst du denn überhaupt? Die Zitronen sind ausgegangen. Man verkauft der Kundschaft Orangen. Hör mal auch nicht. Man verkauft etwas anderes. Hör mal auch nicht. Na, irgendetwas werden wir doch haben. Ja, Schulden. Das weiß ich selber. Aber irgendwas müssen wir doch verkaufen können. Warum bleibst du überhaupt bei uns? Na, der Steuermann verlässt nur mit dem Kapitän das sinkende Schiff. Ach so, und du bist der Steuermann. Na, vielleicht nicht. Wenn ich den Laden nicht steuern tät, kommt überhaupt keine Kundschaft mehr zu uns. Ist das nicht ein Jammer? Wir waren das beste Geschäft da am Platz. Und seit das große Geschäft da drüben aufgemacht hat, kommt überhaupt niemand zu uns. Ist aus mit unserem Betrieb. Weil unser Chef ein Waschlappen ist. Was? Na, weil er nicht kämpft. Wenn wir uns für die männliche Kundschaft so eine Dame engagieren täten, die so ein bisschen Strips, Strips. Hm? Na, Stripsese! Striptease! Das mache ich. Na, und für die weibliche Kundschaft vielleicht ein paar Playboys engagieren. Das wäre nicht schlecht. Wir sind doch kein Beate-Use-Laden. Wir sind ein altes, seriöses Geschäft. Ohne Kundschaft und verstaubt. Haben wir uns vielleicht so eine Jazzband aufnahmen und ein bisschen 5 o'clock machen. Ja, und was verkaufen wir? Naja, also das mit dem Verkaufen hat seine Schwierigkeiten. Ja. Unsere Stellagen erfreuen sich fast vollkommener Leere. Aber unser Chef ist ein Verkaufskonom. Der verkauft einer Kundschaft, wenn sie um Nadeln kommt, sein altes Auto als Rennwagen. Ja, wer kümmert sich ja gar nicht ums Geschäft? Na, weil er resigniert hat. Wir müssen ihn auf Trab bringen. Er ist derzeit ein müder Traber. Aber machen wir ein Rassepferd aus ihm. Na, aber wie? Kannst du mir das auch sagen? Naja, also erst muss er einmal körperlich fit gemacht werden. Kräftige Speisen, stark Gewürz. Ja, dass er noch mehr zu den anderen Weiber rennt. Na, das kann doch Ihnen gleich sein. Was? Das soll mir gleich sein, wenn mein Daniel... Was, Herr Ritter? Ihr Daniel? Na ja, er ist noch nicht der meine, aber ich glaube... Aber glauben, der nimmt sie nie. Warum nicht? Na, weil er einen normalen Geschmack hat.
Was willst du damit sagen? Nix, nix. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber so alt ist er auch nicht, dass er sie nimmt. Und außerdem, ein Mann bleibt immer jung. Du glaubst also, ich habe keine Chancen? Naja, also ich will mich nicht festlegen. Aber wenn ich der Chef wäre, Fräulein Cordula, mich würden sie nicht zu Fall bringen. Und mir gefällt bald auch mehr. Du Dummer, Puff, du Dummer. Ah was, mit dem Buben will ich mich nicht aufregen. Der ist noch viel zu jung. Was versteht denn der von einer reifen Schönheit, wie ich bin? Abschätz nutzt nichts von diesem Augenblick. Du bist vielleicht sehr lamentiert. Na ja, sag mal, ich bin nicht mehr weit weg davon. Ne? Was ist denn? Ja. Ich werde dich retten. Ja? Oh. Na, ich heirate den Nöbelhändler Weichholz, wenn er will. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Quatsch, mein Entschluss steht fest. Ich heirate den Möbelfabrikanten. So, den Lehrer und den Frommer denkst du überhaupt nicht. Ich leugne es ja nicht. Ich hab den Bertel gern. Schon seit unserer Schulzeit. Aber ich könnte nicht glücklich, weil ich dich ganz einfach zugrunde gehen lasse. Es ist meine Pflicht. Deine Pflicht ist es, dein Leben nicht einfach wegzuwerfen. Ja. Mach es doch nicht so schwer. Es wird wehtun, dass ich auf den Bertel verzichten muss. Aber ich muss die Kraft aufbringen, das zu tun, was mein Gewissen vorschreibt. Schau, Babsch. Du bist mir nicht nur Vater gewesen. Du hast mir doch auch die Mutter ersetzt. Ja, schon, aber genährt habe ich dich nicht. Ja. Ja, und wer hat mir denn meinen Rindskoch und das Flauschern gegeben? Ja, schon. Ich meine, aktiv konnte ich mich nicht betätigen. Es gab da gewisse Hindernisse. Bitte nicht, Babsch, lass die Witze. Ja. Also, es bleibt dabei. Ich heirate den Weichholz. Schau, Gerda. Gerda, ich finde es ja großartig von dir, dass du dich wegen mir opfern willst, aber es ist nicht notwendig, weil ich habe schon selber so einen alten Schraubendampfer. Ich meine, einen Rettungsanker, nicht wahr? Gefunden, ich heirate die Anastasia irgendwo. Ja, aber Babsch! Ja? Also, du musst jetzt aber wirklich lachen. Ja, warum? Du heiratest die Anastasia? Die erstens nicht zu dir passt. Und zweitens ein schlechter Mensch ist. Ein schlechter Mensch ist sie keiner, ne? Was, darfst du nicht sagen. Bitte, sie hat keinen Charakter, ne? Aber weißt du, ihre Minderwertigkeit, die finanziert mich. Ah, fasziniert mich, ne? Das reizt mich eben. Ihr Geld, meinst du? Ja, das auch, ne? Aber schau, ich liebe sie eben, die Anastasia. Ich träume jede Nacht von ihr. Albträume, ne? Ich liebe ihre harten Züge, ihren herben Duft, ne? Ich habe schon immer für Knoblauch geschwärmt. Ne? Ich möchte ihren Kopf nehmen, ihr Kopferl, und an meine Brust bringen. Mit einem Wort, ich liebe sie. Papst, ich danke dir für das Theater, was du mir vorgespielt hast. Aber du wirst dich nicht an diese, ich will nicht mehr die näher werden, verkaufen, sondern ich heirate Weichholz, das ist beschlossen und Schluss damit. Schau, Papst, bist doch mein Freund. Mein Beichtvater, also es bleibt dabei. Und ich liebe sie. Ich liebe ihre 44er Fußung, ihre feuchten Zähne, ihre noch feuchten Haare. Ich liebe. Das glaubt man kein Depp da, ne? Was sagst du da, was? Zu meiner zukünftigen. Na, mein Lieber, das ist ein Stickerl. Das wäre nicht deppert. Und ich muss sie nehmen, aber ich würde nicht, muss es heiraten. Zum Narisch werden ist das. Ich gehe zugrund bei der Frau. Ich gehe zugrund. Ich könnte mir auch nicht suchen, wie wir was gewonnen haben. Schaut, wenn uns das Schicksal auch hinuntergedrückt hat, ganz am Boden. Wir werden sich schon wieder heraufwirtschaften. Ah, Herr Focker, haben Sie Zeit für mich? Ja, wenn es nicht lang dauert. Ich wollte Sie noch als Vater fragen. Ah, du bist auch Familie, doch? Das hat mir deine Mutter gar nicht gesagt. Ich meine, als Vater von der Gerda, aber Herr Daniel, ich darf doch Herr Daniel sagen. Aber sag, wie du willst, ne? Wenn ich sie nicht bekomme, dann... Ja, von wem redest du denn? Ich meine doch die Gerda, so schön habe ich mir schon alles vorgestellt. Wir zwei, wir werden heiraten. Wir zwei? Das wird gewisse Schwierigkeiten haben, ne? Wie soll es aussehen wegen dem wurmstichigen Weichholz? Wurmstichig, das ist Blut, das ist Gold, das muss ich mir merken, ne? So schön habe ich mir schon alles vorgestellt.
Die Gerda und ich und unsere 5, 6 Kinder. 5, 6 Kinder? Na, lieber, du hast da viel vorgenommen. Ja, was denn Weifel gesagt hat, dann wird nichts mit den Kindern. Na, furchtbar, schrecklich. Also die Kinder werden sie ärgern, wenn sie gar nicht geboren werden. Ne? Dem Weifel zu Schwiegersohn, da werden sie lang warten müssen, bis sie Großvater werden. Grässlich, ne? Bevor die Gerda Frau Weifel wird passiert etwas. Wo ist sie denn? Die sind gerade draußen, ne? Gut, ich gehe zu ihr. Aber Herr Buckel, auf welcher Seite stehen eigentlich Sie? Auf deiner. Ich kann sich kaum erwarten, dass ich sechsfacher Großpapa werde. Also den Weichholz, den werde ich hier schon austreiben. Und wenn nicht, meinen Trommelrevolver habe ich schon in Öl gelegt, weil er ganz verrostet ist. Gut. Also, ich stehe davor, du triffst ihn wirklich, ne? Ja, keine Witze, ich treffe ihn. Ja, das ist ja großartig, ne? Wenn der Revolver verrostet ist, vielleicht könnte er eine Blutvergiftung bekommen. Mein Entschluss steht fest. Ja, das Nein bedeutet einen toten Weichholz. Furchtbar. Und nicht einmal schieße ich, sondern ratatatatata. Dann kracht's, Herr Bockel, dann kracht's. Ich bin ja froh, dass ich den Revolver in Öl liegen habe. Ja, der hätte jetzt ein Unsinn, was mir gemacht hat. Wenn schon, dann soll lieber der Weichholz ein Deseichel werden. Ja, da legst du nieder. Gib den Hörer da hereinkommen sehen, wo ist die Gerda? Ja, grüß Sie, der Weichholz. Ach, habe ich Griechen vergessen? Ach, vergessen. Aber ich könnte so nachholen. Nein, ich kann nicht, weil ich bin so aufgeregt. Ja? Ja, und wenn ich aufgeregt bin, dann schießt mir das Blut so in den Kopf und dann schaue ich so blöd aus. Sie können beruhigt sein, Sie haben noch nie anders ausgeschaut. Finden Sie? Finde. Und wissen Sie, warum ich so aufgeregt bin? Sie werden mir schon sagen. Ja, wegen meiner zukünftigen. Ja, wer ist denn das? Da legst du nieder. Mann Bockel, das ist doch eine Dame aus Ihrem Haushalt. Ja, welches Weibsbild meinen Sie denn? Ja, da legst du nieder. Bockel, Sie haben's doch eine Tochter. Die Gerda. Na, das glaube ich nicht. Das glauben Sie nicht. Ja. Dass ich so was Armes heirate wie die Gerda. Ich, der reiche Weichholz. Na ja, man ist eben sozial, nicht? Da werde ich halt zu ihr heruntersteigen in ihre Sphäre. Na, oder ich heb sie zu mir herauf, wenn ich kann. Da sitzen Sie gleich selber nieder, ne? Weil sitzen Sie gut. Ja, danke. Das freut mich, ne? Wollen Sie auch was trinken? Naja, also, wenn Sie meinen Schligowitz aufdrehen. Aufdrehen will ich nicht, ich meine, ich will nur. Nein, dann weil, so bitte. Wissen Sie, ich muss die Gerda haben. Ja. Weil nämlich, ja. Ich brauche einen Erben. Einen Erben? Ja. Ich weiß nicht, dass wir bei Ihnen vielleicht schon gewisse Schwierigkeiten haben, ne? Also, Sie haben einen guten Freund, der aushilft, ne? Ja, da legst du nieder. Der Weichholz macht sich das alles selber. Ja, lieber Herr Weichholz, wissen Sie, eine Couch ist leichter gemacht, als wie was Sie auf der Couch fabrizieren wollen. Ne? Warum probieren Sie nicht von dem Schligowitz? Den kann ich empfehlen, der ist sehr gut. Ach, der wird drin, ja. Mein eigenes Leben. Danke. Für Ihnen ist es ja ein Glück, wenn ich die Gerda heirate. Weil nämlich, dann kann ich es mir nicht leisten, dass Sie in Konkurs gehen. Ne? Weil ich halt das alte Graffelwerk da zusammenkaufen, das alte Geschäft wird zugesperrt, das große Neiche wird ganz gekauft, weil zur Hälfte kehrt schon mir. Ne? Und für Ihnen wird sich dann ein Druckposten finden, weil nämlich Geschäftsmann sind Sie keiner, das haben Sie ja bewiesen. Sie sind so gut zu mir. So bin ich immer. Ja. Wo ist die Gerda? Ja, wenn Sie da reingehen und dann links rauskommen, sind hoch, da wird sie sein. Ja, da gehe ich halt zu ihr. Ne? Ja, Sie, Herr Weichholz, es gibt eine kleine Schwierigkeit bei Ihren Heiratsplänen. Der Lehrer Brummer. Oh, da legst du nieder, der Lehrer, so ein niemand, ein Dinkenkleckser gegen mich, den reichen Weichholz. Oh, das ist ja keine Konkurrenz. Ja, schon, Sie sind reich, ne? Da wäre es halt viel jünger. Naja, so ein junger tut, da hat er nichts, kann er nichts. Naja, wie Sie bei meiner Gerda, da muss ich was rühren. Ja, bei mir rührt sich ja. Ja. Oh ja, ich bin ja ein lebenslustiger Mensch. Bei mir kann sie jeden Tag Fernsehen. Wir wollen Sie Fernsehen schauen, kann. Was will Sie mehr? Jetzt gehe ich Sie suchen, Und wenn der Lehrer Schwierigkeiten macht, das macht nichts, weil ich habe nämlich einen Freund, den Schesiner, der hat Hände wie ein Abortdeckel. So, jetzt geht. Und die Gerda, die wird glücklich sein, dass sie mich kriegt. Ja. Die wird glücklich sein, dass sie mich kriegt. Den reichen Weichholz, genannt der schöne Wenzel. Ja, das Umwege, da muss ich was tun. Ich kann da mal gerne nicht, dass der den Menschen fängt, die Babelluft überhaupt. Das ist mir jetzt viel. Herr Schiff, sind Sie da? Nein, ich bin nicht, aber was willst du denn? Na, ich will nichts, aber der Gerichtsverzieher hat nachgeschaut, ob die Kuckuck noch alle da sind. Und wo ich hinschaue, ich komme vor mir, dann wollte ich für Kuckuck.
Ich hab heute schon zweimal Stoff verkauft. Ja, hast du von der verkehrten Seite gekommen, damit vorne der Kuckuck nicht beschädigt wird. Freilich, aber wenn sie uns draufkommen, ja. Dann sitzen wir alle zwei im Gefängnis. Bei Wasser und Brot. Mein lieber Bursi, das wird schön sein. Wir zwei im gestreiften Gewand, nicht? Wie ein Zebra mit seinen Jungen. Nicht? Dass ich als so junger Mensch schon in den Kerker muss, ist schon ein Drama. Aber das macht nichts. Man kann im Arrest heute nicht zeitlich genügend anfangen. Im Kerker ist man halt in der besten Gesellschaft. Herr Chef, was hat's denn? Jetzt hat mir der Brunner im Geschäft erzählt, seine Alte hat eine Raupe geschluckt und er weiß nicht, was er machen soll. Eine Raupe hat's? Das ist ja ganz einfach, nicht? Man sagt dem Brunner, er soll seiner Frau sagen, sie soll warten, bis aus der Raupe ein Schmetterling wird, dann fliegt er eh selber weg. Also mit sowas macht man keine Witz, Herr Chef. Nächste Woche ist die Versteigerung. Gibt's denn gar keinen Ausweg? Vielleicht opfere ich mich und heirate ihre Eltern. Wer nimmt sie denn? No. Ich möchte sie nicht. Ja, was verstehst du von meiner männlichen Sexausstrahlung? Von meiner voller Blüten inneren Schönheit? Voller Blüt sind sie, das stimmt. Aber für mich sind sie schon überzeitig. Das sagt mir meine offene Sorge. Ich werde gleich offene Tätschen geben, Herr Rotzburg. Sie werden sie damit einen Schwächeren vergreifen, Herr Schäfer. Ja, stärker schon gar nicht. Held sind sie keiner. Bin ja auch kein James Bond. Also ich gehe jetzt. Schon von mir aus. Ja, was ich nicht vergiss, der Korbler war da. Ja. Er braucht dringend eine Flasche von den guten Insektenschutzmitteln. Haben wir noch eins davon im Magazin? Warum braucht er das so dringend? Er fährt morgen auf Urlaub. Auf Urlaub fährt er? Da braucht er kein Insektenschutzmittel. Da hat er Zeit, da kann er sich kratzen. Bitte, ich werde es ihm sagen. Wenn er mir aber noch eine schmiert, Herr Chef, dann zeige ich sie bei der Gewerkschaft an. Wegen Gefährdung eines jugendlichen Angestellten. Du bist ein jugendlichen Angestellten. Nein, es nützt nichts. Es nützt nichts. Nächste Woche ist Versteigerung. Mensch, diese Anastasia muss ich heim. Wenn ich den ins Bett nehme, kriege ich einen Schütteltrost, nicht? Ich meine, wenn es wenigstens ein Bier-Tipp wäre, nicht? Wäre es verdressiert oder so, muss ich sagen. Nicht im Garten. Gerda, vielleicht ist sie. Fräulein Gerda, sind Sie vielleicht einen einfachen Lehrer zu sprechen? Oberto, was willst du denn? Na, fragen wir mal heiraten. Er hat dir doch schon gesagt. Ich weiß, aber trotzdem heiratest du mich. Berta, mach mir's doch nicht so schwer. Du weißt, ich muss den Babsch helfen. Ja, indem du dich wegführst. Schau, Berta, der Babsch hat mir immer nur Gutes getan. Sein ganzes Leben lang. Meine Eltern habe ich nie gekannt. Meine Mutter hat mich ganz einfach weggelegt, weil ich ihr leslich war. Und der Papst hat mich aufgenommen, ohne zu fragen, wer ist sie und wo kommt sie her und wie wird sie werden. Jetzt, wo es ihm schlecht geht, wo es ihm alles nehmen wollen, sein Geschäft, seine Existenz zerstören, da soll ich ganz einfach beiseite stehen und es zulassen? Na, Bertel, das kann ich nicht. Obwohl du mich gern hast. Stimmt's oder nicht? Ja, Bertel, es stimmt. Ich hab dich gern. Aber ich muss den Bab schenken. Und wenn ich wirklich so ein Weichholz werden muss. Du wirst weder eine harte noch eine weiche Frau, Holz. Sondern du wirst meine Frau. Und ich geh jetzt nach Haus, zieh mich um und komm wieder zurück. Und zwar zu deinem Vater und heute seine Hand an. Der denkt über die Sache weit vernünftiger als du. Ah, das schon, Herr. Ein Komplott? Eine Verschwörung? Und wenn du dich auch hinter den Babsch gesteckt hast und deine Gutmütigkeit ausnützt, ich heirate doch, wen ich will. Jawohl, und zwar mich. Nein, den Weichholz. Mich heiratest du. Nein, nie. Nicht nein, sondern ja. Du wirst ja sehen, wen ich heirate. Ich weiß es und du wirst draufkommen. Ich geh und komm wieder, und zwar als Brautwärter. Und da steh ich. Und ob ich komm. Frau Weichholz wirst du nie. Und wenn ich dich kidnappen muss. Also du wirst niemanden kidnappen, du nicht. Und mach mich nicht verrückt, sonst. Ihr tollste Rieder, warum wollt ihr mich denn schlagen? Ich habe ihn ja gesucht überall. Sie war noch nicht gemeint. Ah, der Lehrer, ist der frech gewesen zu Ihnen? Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ah, das ist gut, weil wenn der frech gewesen wäre, na, dem hätte ich es gezeigt, mein Lieber. Na, der hätte geschaut. Weil nämlich, ich habe einen Freund, dem Schäsiner. Mit den großen Händen, ich weiß. Und der muss alles für Sie tun. Na, alles nicht, Freund, nur das Unangenehme. Das Angenehme mache ich schon selber. Herr Weichholz. Ich weiß, dass Sie mich heiraten wollen. Ja, Fräulein Gerda. Sollte ich Sie heiraten, müssen Sie wissen, dass ich Sie nicht liebe.
Das macht ja nichts. Ah, über so Kleinigkeiten schaue ich hinweg. Ja. Nein, ich weiß ja, Sie heiraten mich, damit ich dem Herrn Vater helfe. Ja, ja. Na, das macht nichts, weil die Liebe kommt ja mit der Zeit. Und Ihre Rechte? Ich meine, die Hochzeitsreise und die Hochzeitsnacht, das hat natürlich alles Zeit. Ja, das hat lang Zeit. Ja, freilich. Und wenn wir heiraten, wir fahren ja gar nicht auf Hochzeitsreise. Nein, wir fahren auf eine von meinen Jagdwillen, wissen Sie? Ich gehe jagen, Sie gehen fischen, auf Nacht sind wir so mit, dass überhaupt nichts passieren kann. Weil nämlich, wir haben auch getrennte Schlafzimmer, weil nämlich ich schnarche. Schnarchen tun Sie auch? Ja, das ist wahrscheinlich vom Bauch, nicht? Aber das macht ja nichts. Ja, Ihnen. Ja, wissen Sie, wir werden sehr glücklich sein, wenn wir heiraten. Sicher. Und es macht Ihnen nichts aus, wenn meine Tür fürs Erste verschlossen bleibt. Aber nein. Sie werden schon aufmachen. Ja. Sie werden noch sehr glücklich sein, wenn ich komme, Elina. Aber das braucht alles seine Zeit, nicht? Weil nämlich meine Wohnungseinrichtungen mache ich auch nicht von heute auf morgen. Sagen Sie, Herr Weichert, ja. Wenn Sie so über unsere Ehe denken, warum wollen Sie sich denn dann eigentlich heiraten? Na schauen Sie, man macht ja mehr Dummheiten, nicht? Eben, und da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an. Ja, ja. Schauen Sie, wenn man sich für ein teures Geld ein Bild kauft, nicht so von dem Picasso. No, da kann man auch nichts anfangen mit dem Bild. Das Bild kann ich nur anschauen. Reden kann ich nicht mit dem Bild. Stimmt. Und jetzt kommen Sie. Mich können Sie anschauen und wir können sogar reden. Ja, und herzeigen kann ich Ihnen auch. Wie das Bild von Picasso. Ja, ganz genau so. Wissen Sie was, Herr Weichholz? Ja, Fräulein Gerda. Nichts. Also jetzt habe ich schon geglaubt, Sie sind fies auf mich. Aber wie könnte ich, wo Sie so lieb zu mir sind? Ja, so bin ich immer. Es nutzt nichts. Ich muss den Papst schrecken. Herr Weichholz, gehen Sie nach Haus, machen Sie sich fest. Ja, ich wirke schon auf Sie. Und dann kommen Sie gleich wieder und halten Sie beim Papst schon meine Hand an. Also, wir warten Sie, Herr Weichholz. Meine Meinung über Sie kennen Sie. Ja, Sie wollen mich noch nicht so recht, aber das macht nicht. Das kommt schon. Ne? Kommt Zeit, kommt Rat. Das braucht lange Zeit. Und das macht nichts, weil ich habe ja auch eine lange Anlaufzeit. Ja. Naja, gut Ding braucht Weil. Aber dann, oho. Frau Weichholz, Möbel en grob und en Detail. Auf Bausch. Du hast ja recht, aber ich muss so haben. Ja, Herr Toni, was willst du schon wieder? Von Ihnen will ich gar nichts sagen. Haben Sie den Daniel schon erobert? Hm? Jetzt pflanzen Sie beim anderen. Warum beim anderen, wenn Sie da sind? Sie wissen doch, dass er nicht scharf ist auf mich. Ich verstehe den Daniel nicht. Ja, vielleicht will er eine Junge, hm? Vielleicht sind sie ihm zu alt. Blödsinn. Gerade eine alte Henne gibt die besten Suppen. Ja, fressen wird er sie bestimmt nicht wollen. Ja, Herr Toni. Was ist da? Da kommt der Mann mit einem großen Prügel auf unser Haus zu. Hey, das ist ja der Viehhändler. Gehen wir geschwind aus in die Küche, wenn es gefährlich wird, schreie um Hilfe. Jawohl, ein Ruf und ich komme und... Wow. Ich verstehe mich. Wo ist er? Ja. Schon wieder Sie? Ja, mein Weg, dass ich mir da bin, wenn Sie kommen. Kommen Sie her. Ja. Dann kommen Sie her! Es ist zu Ende. Was? Die Geduld! Sie haben noch nie eine gehabt. Rechts habe ich sie waschen, da ja, wo ist der Daniel Popperl? Wie Sie sehen, ist er wieder nicht da. Ja, haben Sie vielleicht gesagt, dass ich mir anmache, wenn er die 10.000 nicht zahlt? Nein, ich habe ihm gesagt. Warum? Da glaubt es nicht. Was? Da haben Sie mich, werde es ihm beweisen, ja. Leider muss ich jetzt gehen, ich habe keine Zeit, ihn zu morden. Das wird ihn kränken. Er freut sich da schon drauf. Rings, kein Blechte her, sonst fange ich mit Ihnen an, nur zum Training. Nein, das haben Sie nicht notwendig bei Ihrer Praxis mit den Ringviecher, gell? Stimmt. Und da waren Sie mehr oder weniger, kommt es nicht an.
aber für den Daniel. Ja. Da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Da wird er sich aber gefreien. Da soll was haben davon. Entweder zahlen oder schaut von oben auf uns herunter. Wir verstehen uns. Ich komme wieder. Morgen. Zahlen. Und es hat sich ausgebockt. Was ist denn los, Herr? Da kannst du doch raten, Herr. Da zum Nachhinein. Was war denn? Wie geht's denn? Der Viehhändler war wieder da. Ja, mein zukünftiger Mörder. Ja. Hat er sich schon beruhigt? Aber im Gegenteil, für ärgere Mordgedanken als wir Christen. Ja, also mehr wie einmal kann ich auch nicht umbringen. So, Daniel. Ja. Bis jetzt hast du ja Glück gehabt. Ja, und? Aber wann hat dir der Mord erwischt dann? Na ja, na, dann schreibe ich Engel von da oben auf euch herunter. Ja, und wenn du in die Höhe kommst, dann? Die lassen mich nicht rein. Die haben Angst, dass ich nicht die Höhe verwirtschafte. Ne? Dein Humor begreife ich. Geigenhumor. Mir verhaut ja, wenn ich an die Anastasia denke. Du hast schon geredet mit ihr. Willst du? Ich will immer. Du, was ich sagen, wie hast du das los schon gefunden? Ich hab nicht gesucht, weil ich sowieso nichts gefunden hab. Dann such oder such nicht, ist mir ganz wurscht. Ich geh jetzt, gell? Und du kannst nicht. Was? Wir sollen den los gern haben. Frechheit, ja. Aber warum soll ich denn suchen? Dummi, was? Ich werde was gewohnt haben, bei meinem Weg. Ne? Tja. Rein. Du, Kuck! Mein Waldvogel, ne? Da sind wir ja die Kuckuck vom Gerichtsvollzieher noch lieber. Daniel, ich möchte jetzt deine Antwort hören. Ja oder nein? Und wer kann ich nein sagen? Dann kannst du Abschied nehmen von allem und raus von da. Anastasia, sei doch einmal ein Mensch erst. Bloß mal ein halbes Jahr Zeit mit dem Geld und ich zahle das dann zurück. Vielleicht wirtschafte ich mich hinauf und dann frei ich. Aus eigenen und dich. Und mich freut keiner, wenn ich nicht dazu zwinge. Wie recht du hast, lang. Und dann, ich will nicht warten. Wenn ich was will, muss ich gleich sein. Das lohnt sich nicht. Die will mich im Bett haben. Das ist doch nicht wegen dir. Dein Geschäft ist, was ich will. Die nehme ich halt so mit. Ach so, ist Zuwage, ne? Jawohl, denn sowas wie du rein dutzendweise herum. Ja, ausgerechnet, ich muss dich über den Weg gelaufen. Also red nicht lang herum, die Antwort möchte ich hören. Ja, Jona, hat's denn nicht Zeit? Nein, es muss gleich sein, gell? Die brennt. Bitte setz dich, mach deinen Antrag. Was nicht anders geht. Liebe Anastasia. Nein, ich kann gar nicht. Red weiter. Ja, wenn das so leicht wäre, ne? Liebe Anastasia. Das hast du schon einmal gesagt. Ja, ob ich einmal lüge oder zweimal, ist ja gleich. Was? Ich meine, bleib sitzen. Liebe Anastasia, ich will dich nicht. Verkehr, das ist nur so zu. Ich will dich, nicht wahr? Und da, kannst du mich nicht anschauen, dann. Das ist so narrisch, wert. Liebe Anastasia, ich nehme dich, weil ich muss. Sie bitte! Bleib sitzen. Denn ein innerer Drang sagt mir, die oder keine. Nicht wahr? Ich meine, eine andere wäre auf jeden Fall besser, aber ich bring's nicht an. Also mit einem Wort, du wüsst mich. Na, wohin ist übertrieben, nicht? Aber ich nenne dich, weil ich muss, weil ich will, nicht? Wir werden dann gleich Verlobung feiern, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Und du bleibst ja da zum Nachtessen und ich werde dann der Gerda sagen. Ja, weil du gerade von der Gerda redst. Mit der Studiererei. Ist natürlich Schluss. Ja, aber schau, sie hat ja nur mehr 4 Semester und dann kann sie den Doktor machen. Sie braucht das nicht, sie soll was arbeiten und im Haus will ich es auch nicht machen. Ich werde doch meine Tochter. Mit meinem Geld erhalten, daraus wird nichts. Kommst du mich schon teuer genug? Nein, du hast recht, billig bin ich nicht. Deine Gerda soll nur auch einmal kennenlernen, was es heißt, sich sein Geld selber zu verdienen. Und dann, sie kann ja auch heiraten. Je früher wir sie aus dem Haus haben, desto besser. Sicher. Ich darf nicht vergessen, dass ich das Zierngali kaufe, nicht? Das ist bei der Hochzeit gleich bei der Wand. Und der blöde Vogel da, der verschwindet auch. Ja, ein unnützer Fresser. Selbstverständlich. Wenn die 20 Gramm Futter, was der jeden Tag braucht, ja, würde ich ja ruinieren. Beim Kleinen fängt man an.
Und dann Daniel. Ja. Die Freundschaft mit dem Toni, die hört auch auf. Der hat keinen guten Einfluss auf dich. Der Fall, der könnte mich ja verderben. Ne? Und die Cordula, die Wirtschafterin. Die fliegt auch. Und ob es genügt. Wenn eine alt im Haus ist. Wie meinst du das? Nein, ich meine, du wirst doch deine Wirtschafterin mitbringen. Ja, also ich habe momentan keine Dienstboten. Ah, sind sie wieder alle davon, ne? Also ich wollte ja schon früher kommen, aber ja, jetzt auf einmal werde ich eitel. Okay. Ja, also ich schaue und schaue in den Spiegel und merke erst jetzt, wie fesch ich eigentlich bin. Okay. Also, es ist direkt zum Ärgern, wenn man so eitel wird. Ja, aber du kannst beruhigt sein. Das ist keine Eitelkeit, das ist ein Irrtum, ne? Also, red nicht so blöd herum, ja? Also da muss alles anders werden. Jawohl, das Geschäft, das wird umgebaut. Das lasse ich natürlich auf mich schreiben. Besitzerin Anastasia Dockerl, frühere Hirnkopf. Da kommen meine Möbeln her. Ja, ja, meine Möbeln, der Gerda schenkt. Nichts wird verschenkt. Vergiss nicht, der gehört ja nichts. Das gehört ja alles mir. Und das wird auch beim Notar so festgelegt. An mir gehört überhaupt nichts mehr. Dir gehört das, was ich dir lasse oder gebe. Nur da will ich fett werden, ne? Warum mache ich dann den ganzen Kuhhandel? Du spar dir deine frechen Bemerkungen, ja? Du machst das erstens, damit du deinen guten Namen nicht verlierst. Und dann, was würdest du denn anfangen, wenn das alles nicht mehr da wäre? Mir gehört ja sowieso nichts. Dir bleibt noch immer deine Existenz. Ja, glaubst denn du, es würde irgendjemand, einen Menschen in deinem Alter und noch dazu einen Bankrotteur, einen Posten geben oder sich um ihn kümmern? Da sehe ich erst, was du für guter Mensch bist. Daniel, du wirst das schön haben bei mir. Du musst nur deinen Mann stellen. Ich weiß schon. Ich bete auf der Heide, das macht mich hier viel Freude. Auf das allein kommt es nicht. Ja, aber vor dem fürchten wir am meisten. Ne? Also das Haus da, das lasse ich umbauen. Und du... Ich wäre auch umgebaut. Ja, also notwendig war es schon, aber ich lasse dich so, wie du bist. Danke, danke. Ne? Du, eine Reparatur von mir wäre ja auch zu teuer, oder? Na, und dann das Rauchen. Gestrichen. Jawohl. Und das Trinken. Gestrichen. Naja, also... Hier und da ein Glas Wein oder ein kleines Bier, da habe ich gar nichts dagegen. Deine Großzügigkeit wirft mir um. Aber ein Rausch und meine Tür bleibt dir verschlossen. Nach der Hochzeit bin ich nur mehr besoffen. Stern tut mir nur Angst. Was denn, Schatzi, was denn? Dein Name. Anastasia Bockerl werde ich heißen. Ja, ein blöder Name. Schön ist ja wirklich nicht, ne? Aber Anastasia Hirnkopf ist auch keine Offenbarung. Ja, und wenn wir Kinder bekommen werden? Ja, kleine Bockerl mit Hirnköpfen. Also zuerst, da möchte ich einen Buben haben und dann ein Mädchen. Ja, hoffentlich kann ich die Reihen vor hier einholen. Aber keine Annäherung, wenn ich nicht in Stimmung bin. Ja, wir nicht. Und die Kinder? Die Kinder, ja, die gehören natürlich auch dir, nicht wahr? Nur um die Erzeugung darf ich mich bemühen. Ja, das Witze machen wird ihm schon vergehen. Die Gerda hat gesagt, ich soll hier aufdecken, es kommt ein Gast. Sagen Sie einmal, haben Sie mich nicht gesehen? Oh ja. Warum grüßen Sie dann nicht? Auf das habe ich vergessen. Daniel, du rücke nicht auf, das ist ja sowieso eine Fliegerin. Ne? Was? Na, ihre Exekution ist ja schon geschlossen. Ja, das stimmt auch, ja. Daniel! Was hast du denn? Noch etwas! Ja, was hast du denn noch? Deine Tochter darf natürlich nicht Mutter zu mir sagen. Na, vielleicht Großmutter, ne? Dazu fühle ich mich viel zu jung. Naja, sie kann ja gar nichts zu dir sagen, sie muss ja auch weg. Na, das ist auch wahr, ja. Ja, da kümmert dich um deinen Vogel, der pipst ja dauernd. Ja, ja, sei ruhig, erst, sei ruhig! Du fliegst auch, nicht? Ich glaub sie. Daniel! Ja? Noch etwas möchte ich dir fragen. Was ist denn das für ein Gast, den die Gerda da eingeladen hat? Der dritte Mann. So, da bin ich. Ja. Und samt dem Garten. Da legst du nieder, die paar Blumen. Ja. Ich bin da, wo ich sie. Bitte. Die grüßt auch nicht. Ja, vielleicht hast du die auch nicht gesehen. Na, Gerda, nein, schau es. Lieber bist du. Ach, die Frau Hirnknopf. Warte.
Klopphirn heißt sie. Ah, Hirnkopf heißt sie. Guten Tag. Warte nur, du eingebildetes Stück, wie du fliegen wirst. Wie die zwei sich lieben. Babs. Was ist denn? Was ist denn? Was will die Frau da? Ich hab doch gesagt, ich werde. Nichts wirst du nicht werden. Aber was kann denn nichts da? Na, wie soll ich das wissen? Ja, sowas Liebes. Hallo, Gerda. Soll ich für die auch ein Gedeck auflegen? Na ja, wenn schon da ist, würd ich's. Babs. Du weißt, ich heirate. Mich. Ich mag ihn noch. Guten Tag. Auch Sophie. Was machst denn du da? Na ja, werben um dich. Das war ein kleiner Blumenstrauß. Er ist ja auch nur ein kleiner Lehrer. Bertha, ich hab dir gesagt, es wird nichts aus uns zwei. Mein Gott, wie man heute so etwas sagt. Sie haben sich umsonst bemüht, die Gerda wird meine Frau. Na, da irren sich aber, sie wird die meinige. Na, da irren Sie sich aber. Schau, wenn ich die Anastasia heirate, hast du... Du irrst, Tatsch, du wirst die Anastasia nicht heiraten. Da irren Sie sich aber. Die Komödie der Irrungen. Also, Fräulein Gerda, wie ist das? Wird was aus uns zwei oder nicht? Daniel, sag ihr, dass du mich heiratest, sonst... Also, Herr Weichholz, ich bin... Nicht, Gerda! Ja, sind's doch ruhig. Wenn eine Frau will, muss man sie lassen. Jetzt sieh doch, sieh endlich einmal ruhig und geht's weg doch. Warte, jetzt kann ich nicht einmal mehr mit meiner Braut reden. Ja, dann machst du nicht unglücklich. Ich will und ich will. Ja, du lügst ja doch. Aber sind's doch ruhig. Selbst wenn ich wie die ganz verrückt ist nach mir. Sind doch sie endlich bitte ruhig. Was soll ich sagen? Maul halten soll's. Der ist so höflich zu mir. Daniel! Gib unsere Verlobung bekannt. Ja, du glaubst, du bist gerade so gemütlich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich nehme... Mich nimmst du? Nein! Ja! Du, mach mir nicht so. Was bist du sowieso? Bertolt! Was denn? Na. Das kann ich auch nicht. Ja, das ist lustig. Das wieder bedeuten. Das sehen Sie doch. Aber genau aufs Hinaus. So, jetzt geh. Aber ich mach mir eine Wurzelanfabrik auf. Das unser Geschirr hast du nicht zu verschlagen. Jetzt mach mal du. Du schlagen mein Geschirr zusammen. Das ist wahnsinnig. Ich geh auf. Und morgen komm ich wieder. Und wann ich dann nicht ein klares Ja bekomme, dann kannst du dein Bündel schnüren und auch in die Fremde. Meine Aufwärme sind schon weg. Oh, Gerda, soll auch verschwinden. Du weißt, Gerdalein, da hast du. Ja. Du künftiger Schwiegervater, haben Sie gesehen, Sie liebt. Ja, überzeugend war der Beweis nicht. Was verstehen Sie von der Liebe? Eben, was verstehe ich doch. Ich gehe auf und morgen komme ich wieder. Morgen kommst du wieder. Der Scherenkrieg, oder? Warte, ich hab's vergessen. Ich komme mir vor wie Daniel in der Löwengrube. Na, Tobi, was sagst du dazu? Ne? Lauter Dorn, einschließlich mir. Ne? Siehst du, so gut und verträglich sind wir Menschen. Wir sind eben erhabene Geschöpfe. Was ist denn da drin? Das sind meine Kostüme für unsere Vorstellung vom Verein.
Wir haben ja morgen Generalprobe. Ah ja, Sie spielen auch mit. Jawohl. Was spielen Sie denn? Ich bin falsch besetzt. Ich hole selbstverständlich die Liebhaber ins Spiel. Und dabei spielt's die Großmutter. Die Mutter, bitte, nur die Mutter. Mir kann's recht sein, ich geh ins Geschäft. Schon gut, gell. Ja. Wo ist denn der Daniel, hä? Ja, sagen Sie, suchen Sie den schon seit vorgestern? Wir fragen, wird man ja tun und dürfen. Aber ja. Übrigens, was sagen Sie zu der verputzten Verlobung, zu der Dope-Verlobung sogar, hä? Eigentlich hätte es ja dann schön mit ihr, aber sie hätten das ganze Image zerstört. Ja, sicher, sicher. Sonst, was ist denn das eigentlich, Image? Das ist Englisch. Aha. Das heißt auf Deutsch, Image. Ach so. Aber eins würde mich interessieren. Was? Wo hat das denn? Was? Na, das Image. Irgendwo, nicht? Irgendwo, oder? Aber jetzt ist er wieder frei für mich und drum bleibe ich hier. Nur, ich dürfte nicht sein Typ sein. Aber wissen Sie, was ich mache? Was? Jetzt lese ich den Kinski-Report. Ja, ich muss vielleicht einen verkehrten Sex haben. Sagen Sie. Bin ich nicht sexy? Dann, mir lassen es ganz kalt. Auch wenn Sie mich ganz genau anschauen. Ja, dann erst recht. Was glauben Sie, wann ich mich auffrischen lasse? Vielleicht ein paar Schafdrüsen einsetzen? Das Schaf gibt's gar nicht, was Ihnen helfen kann. Oder ein schönes kleines Affendrüserl. Ja, dann sitzen Sie auf den nächsten Baum um. Lassen Sie die Wild. Ja. Ich muss mich verjüngen lassen. Ja. Und wenn ich einen ganzen Affen fressen muss. So eine Spinner, die Wuchtel. Eine Frau will nie einsehen, wenn es alt wird. Wenn es bei mir ist, mal so weit sein, so wie es wie bei ihr. Ich weiß es sofort. Ich Ich wollte ja wirklich, aber ich bring's nicht zusammen. Ich wollte, aber ich bring' es nicht zusammen. Lieber Arm, aber dafür glücklich. Lieber unglücklich, aber dafür unglücklich. Und darum? Du bist der Papst? Du bist auch da. Ja, das ist ja gar nicht geschehen, ne? Sicher, wenn man so in Gedanken ist. Ja, eben. Da ist man eigentlich gar nicht da. Ja, ich war gerade woanders, ich war da oben. Ne? Du Papst. Ja, was ist denn? Weißt du, man will oft etwas machen und dann geht's nicht. Ja, das ist mir in der letzten Zeit ein paar Mal passiert. Ne? Was hat man schon vom Geld? Das sag ich auch nicht, wahr? Wenn ich es nicht brauchen würde, ich möchte gar keines. Ne? Und darum, nach reiflicher Überlegung... Und das war ein Liter Wein, was ich gestern gesoffen habe. Bin ich draufgekommen, dass... Ich weiß nicht, wie das sagen soll. Naja, das sagst du auch, nicht wahr? Das heißt, eine innere Erleuchtung. Ah, die hat auch gesoffen. Schau dir was an. Na sag schon, du kannst den Weichholz nicht heiraten. Ja, Papst. Ja, ich verzichte auch auf mein Gusterstückerl der Anastasia. Papst. Ich bin ja so froh, dass ich nicht drauf Weichholz werden muss. Ja, ich bin auch nicht böse, nicht wahr, dass ich mich nicht wie Schweine nicht auf den Killer verkaufen muss. Papst, ich muss gehen, ich muss telefonieren. Ja, du kannst ja da telefonieren, ist ja hier ja, der Apparat. Nein, ich telefoniere von meinem Zimmer aus. Ja, ich weiß schon, mit wem du telefonieren willst. Also wenn das eine Anspielung auf einen gewissen Herrn Lehrer sein sollte, dann irrst du dich, Papst. Ja, von dem will ich nichts mehr wissen. Dieser, damit du wegen dem nicht aufregst. Ja, klar. Du wirst dich noch oft wegen den Herrn Lehrer aufregen, nicht? Du, Daniel, so ja, verlobst du dich heute mit der Anastasia. Nein, ich bin gerade dabei, mich zu entloben. Ah, heiratest du die Gerda, ja, den Weichholz? Ja, die Gerda heiratet. Na, bravo! Aber nicht den Weichholz oder den Bertha? Da bin ich denn ganz blöd, sagst du. Na, wann bist du anders, ja? Daniel, du musst die Anastasia heiraten, sonst ist alles hin. Du hast ja recht, das ja. Daniel, was? Daniel, was denn Daniel? Ich habe eine Idee. Heirat du die Anastasia und hilf mir. Ha? Daniel, bei aller Freundschaft, das kann ich nicht, weil
Ich fürcht mich vor ihr. Ja, ich fürcht mich auch. Ne? Daniel! Was ist denn? Der Weichholz und die Anastasia, die kommen miteinander von uns heraus. Oi, oi, Daniel, dir steht was Furchtbares bevor. Nein, mir nicht. Wen denn? Sondern dir. Wieso mir? Ja, weil du wirst das empfangen. Bitte schlag mich ja. Da ist schon nichts Ärgeres passieren. Ne? Du bist so gut zu mir. Also pass auf. Donnerke Mörder, du empfängst sie. Ja. Ne? Sagst mit der Verlobung ist nichts. Ja. Dann solltest du mit dem Leben davon kommen. Was ich nicht glaube, ja. Etwa? Dann schaust du von oben freundlich auf mich rüber, gell? Ja. Keine SOS-Rufe, ich komme bestimmt nicht. Und das ist mein bester Freund, mein Herr Vetter. Schicksal nimm deinen Lauf. Herein! Wo ist sie? Wo ist er? Wird geheiratet? Oder nicht? Wir wollen ein klares Ja. Anna, nein, will ich gar nicht denken. Ja, liebe Leute. Wir sind keine lieben Leute. Nein, ich bin der Wenzel Weichholz, Möbel en Grand, en Detail. Und ich bin? Ja, Sie kennen da jeder. Das hoffe ich. Ja, darum hat auch jeder Angst vor ihr, ne? Also, was ist denn der Pokal soll kommen? Ich glaube kaum, dass der kommt. Und warum nicht? Wieso nicht? Na, weil... Was weil? Na, reden Sie. Jetzt reden Sie uns! Ich kann nicht mehr sehen. Also, der Daniel, lasst euch beiden sagen, dass weder Sie noch Sie mit einer Verlobung rechnen können. Was? Keine Verlobung? Ja, ist er denn verrückt worden? Das ist ja der geschäftliche Selbstmord. Ja. Es ist und bleibt dabei, er will eben nicht. Ja, und die Gerda? Der will erst gar nicht. Na, da legst du nieder. Na, die wird erst draufkommen, was sie versäumt, wenn sie mich nicht kriegt. Sie sagt gar nichts. Ah ja, da wird sie schon noch draufkommen. So, er will nicht. Dieser habe nichts. Ja. Das wird er mir bereuen. Von Haus und Hof verjage ich ihn. Und freuen werde ich mich, wenn er ohne alles dastehen wird und wenn er dann auf die Knie vor mir fällt. Ja, das wird bei seinem Reimer sehr schwer gehen, glaube ich. Und sagen Sie ihm, ihn wollte ich ja gar nicht. Nur die Gerda, dieses hochmütige Frauenzimmer, die wollte ich demütigen und verjagen von da. Reinsetzen wollte ich mich, wo sie bis jetzt die Frau gespielt hat. Ja, aber das Geschäft hätten Sie auch nicht verachtet. Sicher nicht. Aber wenn es so nicht gegangen ist, dann eben anders. Ja. Nach der Versteigerung gehört sowieso alles mir. Dann fliegen beide. Der Vater mitsamt dem Fügelkind. Und sagen Sie dem Herrn Daniel Bockerl, freuen tät ich mich, dass alles so gekommen ist. Haben Sie gehört? Freuen! Freuen! Na, sowas Liebes! Jetzt ist mir Trommelfell kaputt. Ja, aber wie ich sehe, haben Sie sich schon getröstet. Gell? Ja, wieso? Ich war ja gar nicht traurig. Ach, ist es nicht die, ist es keine andere. Wieso denn bei meinem vielen Geld? Sie könnten eigentlich die Anastasia heiraten. Ja, sind Sie verrückt? Wieso? Die schaut doch aus wie der erste Waggon von der Grottenbahn. Ich bin ja nicht psoffen. Apropos psoffen, wissen Sie was? Sie gehen jetzt mit mir ins Wirtshaus und wir trinken auf Ihr Tanz. Wir wollen trinken miteinander, obwohl ich gerade... Oh, das macht doch nichts. Eine andere Mutter hat auch ein schönes Kind. In diesem Fall ein anderer Vater. Okay? Ja, na, es ist sehr gut, dass es so gekommen ist. Also, mich freut es auch, dass es so gekommen ist. Ja. Weil nämlich, was hätte ich gemacht, wenn die Ja gesagt hätte? Die Gerda hat gesagt, ich soll ins Geschäft drüber kommen, aber da ist sie nicht. Was sie nur will. Mir sagen, wie glücklich sie mit dem Weichholz wird. Ah, da bist du. Was willst denn? Eigentlich nichts. Ah, deswegen hast du mir telefoniert. Naja, ich wollte nur sagen, dass du den Weichholz heiratest, das weiß ich schon. Eigentlich nicht. Wieso? Weil ich den Weichholz nicht heirate. So. Ja, so ist es. Aha. Das ist alles, was du dazu sagst? Naja, ich wüsste nicht, was ich dazu noch sagen sollte. Ja, ich meine, weil du doch immer gesagt hast, dass ich den Weichholz nicht heiraten werde, weil... Was, weil?
Wenn du es vergessen hast? Ah, du meinst, wenn ich gesagt habe, du wirst meine Frau. Ja, aber das war gestern. Und heute? Ja, weißt du, Gerda, ich habe mir die ganze Sache überlegt in der Nacht und bin zur Einsicht gekommen, ich darf deinem Glück nicht im Wege stehen. So. Na bitte? Tja, das wollte ich dir eben mitteilen, Bertha. Nachdem es dich scheinbar nicht interessiert, kann ich ja wieder gehen. Das könntest du schon, wenn... Wenn was? Wenn ich dich heute nicht gar so gern hätte. Und das ist die Rede von dir? Strafen wollte ich dich, aber ich bring's nicht zusammen. Gerda! Bertha! Ich hab dir immer gesagt, dass du Frau Lehrer frommer wirst. Da lies einmal. Nein! Ja. Du bist versetzt in die Stadt? Ja, ja, ich bekomme einen viel besser dotierten Posten in der Stadt. Du wirst auch noch Frau Professor. Ach, Bertha, das müssen wir gleich dem Papst sagen. Herr Chef, so lassen Sie mich doch zu, es sperren wir nicht keine Kundschaft kommen. Der Lateraler Land sind sicher noch weiße Mais. Du wirst ja weiße Stern sehen, ne? Der Stierkämpfer, ah, der Fitterfeld. Der Viehhändler kommt, der Viehhändler kommt. Ja, sag ich, ist der Donner nicht da? Nein! Nein, 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 der war so. Ja, Chef, die fürchten ihn ja von dem Viehhändler. Na, fürchten wir nicht, Angst habe ich, ne? Da kannst du mir helfen. Herr Chef, ich bin für Sie zum Gangster, aber ich mache alles Mögliche. Aber mit den Viehhändlern soll ich mich einlassen. Nein, nein, ich bin ja kein Selbstmörder. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ist einfach eine Sache. Ich soll aufpassen, das ist gut, jetzt habe ich Gehirnerschütterung. Na und? Na, hopp mal hin. Was macht er denn? Was tut er denn? Er steht gerade vor der Buschenschlange. Ja. Aber er schaut ihm auf das Haus durch her. Was schaut her? Der saft noch ein paar Viertel Wein, damit ihm das Umbringen mehr frei kommt. Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Ich habe eine Idee, Herr Chef. Heraus können Sie nicht, weil er die Haustür beobachtet. Ja. So im Haus verstecken können Sie ihn auch nicht, dass er sie nicht findet. Sie müssen sich verkleiden. Wie, wo, wann, denn, wo, wie? Ja, wie, wo, wann, denn, wo, wie? Ha! Ich hab's! Der Kordoleiter! Ja! Ein Verrufen ist auch da! Verrufen? Sie verkleiden sich als Weib! Was, ich? Ja! Ich hab den Vogel! In Weiberkitteln, ja, gibt's nicht! Immer der Beste, als der Viehhändler macht. Murksi, murksi, ja, mit ihnen. Ja, gescheiter ist, aber... Schnell, der kommt ja gleich. Ja, den können wir uns einladen, nicht? Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ein Fischhützerl. Ein Fischhützerl ist das? Dann bleibt der Bartel, ne? So. Ja, das schaut schon blöd aus, gell? Schön, schön. Schön, ja. So. Was ist denn das für ein Apparat? Das ist ein Busenreiter. Busenreiter? Ich glaube, der Rucksack, ne? Das Kleidern. Ja. Ach so, was Blödes. So eine männliche Figur wie ich. Na, geh schon. Ich mach die Perücke. Die Perücke? Oh. Oh. Her. Gut. Na. Gut, ja. Ja. Aber da vorn, da sind sie viel zu flach. Na ja, Hormone brauche ich im Fall. Ich hab's. Was mach ich denn? Die essen soll ich. Ja, reinstecken. Reinstecken, na bitte. Was an? Jetzt hast du wieder dazu gebracht, ja. So. Zack. So. Dann geht's wieder raus!
Wenn Sie das nicht tun, müsste ich annehmen, der Herr ist ein frecher Lümmel. Sie, ich sag Ihnen. Hinaus, wer sind Sie? Ich bin der... Klopfen, zuerst klopfen. Ihr regt mich an. Einmal höre ich mehr links, dann höre ich wieder mehr rechts. Das kommt auf das politische Klima an. Ne? Also bitte noch einmal. Haben lauter, Sie jetzt gehört? Lauter. Also das Weibstück regt mir auf. Wer sind Sie? Namen? Der Fiedler Stark aus Mundeldorf. Warum schreien Sie denn? Wir können Sie ganz leise reden. Aber vorhin haben Sie ja gerade nichts gehört. Ja, ich bin im Wechsel. Name? Möchte den Namen hören? Viehhändler Stark. Und wo ist er? Wer er? Der Daniel Puckel. Ach, Sie meinen meinen Sohn, den Danny? Ach, das ist Ihr Sohn? Ja, freilich. Na, auf den können Sie aber stolz sein. Auf den bin ich auch stolz. Er ist die Freude meines greisen Alters. Der Danny ist mir großartig gelungen. Sitzen Sie daher da. Ja, danke schön. Sagen Sie mal, und Sie sind die Mutter? Ja, freilich. Sind Sie endlich? Ja. Er ist einer von vielen. Den ganzen habe ich 24. 24 haben wir fabriziert. 24? Ja. Ja, ich lege uns jetzt an mit der Zeit. Da müssen Sie ihn aber mit dem Mann gut verstanden haben. Nein, gar nicht. Wir haben immer gestritten. Was? War doch schlecht. Wann sind denn dann die Kinder entstanden? In den Pausen. Ja, aber Sie, Fremdling, kommen Sie näher zu mir. Kommen Sie her, drücken Sie Ihre Hand da, Herr. Alle sind ja nicht von meinen Alten, selber? Ah, nein. Nein, nein, Sechse sind Fremdarbeit. Was Sie nicht sagen? Jawohl. Was Sie nicht sagen? Und wer ist der Vater von den Sechsen? Wer ist der Vater? Sechs Kinder, sechs Väter. Selber? Fremdarbeiter, nicht? Der erste war der Briefträger, der zweite der Hausmeister, der dritte war der Gaskassier, der vierte war der Rapfenkehrer, nicht? Der Schornsteinfeger, der fünfte... Aber das weiß ich nicht genau, da war ich gerade beim Einschlafen. Ne? Und der sechste war die Mischfrau. Was? Ah! Der Milchmann. Ja, sagen Sie mal, wie haben Sie denn alles zulassen können? Ne? Ja, wir will ja nicht unhöflich sein. Sie sagen mir gerade. Ja, ich bin ein Kallgirl der Liebe. Und alles umsonst. Alles umsonst bei mir, gell? Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich Sie als Jünger kennengelernt hätte, hätten Sie bei mir auch nicht mal gesagt. Nein, ich glaube nicht. Es waren nur Schierle wie Sie dabei. Ja, also um auf den Daniel zurückzukommen, wenn er nicht zahlt, dann ist er ein Gewesener. Ah, Sie sind der was ihm... Nicht? Jawohl. Na, mir macht's nichts, ich habe nur 23 andere, nicht? Schon Großmutter bin ich auch schon. Von mir aus können Sie Urgroßmutter sein. Ja, ich kriege eh jetzt eine Uhr auf die Großmutter drauf. Urgroßmutter, meine Nachkommen sind sehr rege und tätig. Hat er sich versteckt? Der Danny? Ja. Aber Fremder, der Danny, der ist seit 3 Stunden im Garten draußen mit 2 Revolvern. Er hat sich nämlich eine Figur in Lebensgröße gebastelt, nicht? Und da schießt er schon mindestens 100 Schuss hin. Mit 2 Revolvern? Ja, dabei schaut die Figur Ihnen ganz ähnlich. Ja. Kopf hat es auch keinen mehr. Ich habe gar nicht gewusst, dass er so gefährlich ist. Ja, der Dame! Der Danny, das ist der geborene Killer, nicht wahr? Der ist in Al Capone sein Nachfolger. Sein Spitzname ist Caponel. Die haben ihn jetzt nach Chicago eingeladen, er soll rüberfahren. Sind die hat schon 12? Psst, psst.
12? Ja, der ist auch schon 12-mal gesessen. Ja, aber 12 Menschen hat der ins Jenseits gebracht. Ja, weile, ne? Schleppert sie auch zusammen, ne? Ich meine, wenn sie... Ja, wieso ist er dann 12? Warum sitzt er da nicht lebenslänglich? Naja, in Notwehr. In Not, dann ist er fremd, ne? Der reizt den Gegner, bis er auf ihm losgeht und dann zieht er die Kracken, also den Revolver, heraus, schneller wie der Giulia. Gehen wir und dann gehen wir schon mit Warum ist er dann 12-mal gesessen? Wieso? Ja, weil er keinen Waffenschein hat. Stellen Sie sich vor, wegen dem Waffenschein lässt er sich einsperren. Da wird er schon 12 in das Jenseits befördert. Ich gehe. Wollen Sie nicht da bleiben? Nein, ich habe schon Gruß an Herrn Pockerl. Ja, ich gehe. Mir fällt mir ein, ich habe eine Besprechung. Ja. Mit den Ochsen, ne? Ja. Nein. Ein schönen Gruß an Herrn Pockerl. Wenn er nicht zahlen will, soll er es bleiben lassen. Dann bleibst du doch da. Wenn er wenig zahlen will, soll er wenig zahlen. Herr Stark, er soll mich anrufen, wenn er zahlen will, dann nicht, wird es mir wurscht. Bin froh, wenn ich rauskomme. Herr Stark, grüßen, habe ich gesagt. Grüßen. Was, bitte, was? Grüßen! Oh. Na, vergessen Sie. Oh, bitte um Entschuldigung. Ja. Küss die Hand, meine Frau. Dazu was wollen Sie? Das ist nur eine hier. Ja? Bitte, nichts für Unglück. Nein, Frau, nichts für Unglück. Auf Wiedersehen. Herr Starke, du willst doch raus zu Dani. Freut sich so auf dich. Er hat gesagt, jetzt heute kommt der 13. Er ist nämlich nicht obergläubisch. Ja, aber ich. Fest, gell? Ja, ich habe jetzt gerade eine Probeaufnahme für einen Antelfilm gemacht. Weißt du, Gerd, ich verstehe halt nur eines nicht, dass dein Vater trotz seiner vielen Sorgen und Unannehmlichkeiten, die er hat, seinen Humor nicht verloren hat. Also ich bin froh, dass er so ist. Bei mir vergeht er langsam, der Humor. Wir müssen uns was einfallen. Bin schon abgeschirrt. Ja, jetzt hätte ich bald vergessen, schon die Maske ab. Ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Na ja, gern gebe ich das nicht. Ne? Babsch, was wird denn aus dir? Aus dem Haus oder aus dem Geschäft? Ich bin nur an eurem Abwandergesäule. Bitte, bitte. Da haben wir beide auch noch ein Wörtel mitzureden. Also, dass das mit dem Geschäft so hat kommen müssen. Was gerade Sie sagt, ich verwundere mich auch drüber, ne? Ja. Was ist denn? Du, Daniel, ich wollte nur sagen, was ist, was sagst du? Wir nehmen gerade geistig Abschied von dem Geschäften, vom Haus. Und das alles nur, weil du das blöde Los verlegt hast. Mir könnte sowas nicht passieren. Wenn man hier so ein wichtiges Papier hat, gib es immer in die Brieftaschen, in ein Geheimfach hinein. Da ist er her. Was ist denn das jetzt? Gibt's das auch? Was ist denn? Das ist dein Los. Dabei weißt du immer, wo du alles hast. Was für eine Nummer müsste es denn sein? Eine blöde Nummer. 666.666. Alles herhören, die Ziffern lauten. 666. Ich hoben. Ja, Babs, alles ist gewonnen, du bleibst. Besitzer des Kaufhauses Daniel Pockerl. Pass auf, erschreck's nicht, wenn sie jetzt einen lauten Krach hört. Da hat's gerade die Anastasia zerrissen. Ich muss jetzt sofort in die Stadt hinein den Gewinn anmelden. Daniel, ich gratuliere. Ich hoffe nur, wenn der jetzt mit meinem Geld durchgeht. Auf Daniel kann ich mich verlassen, ne? Babs, ich bin so froh. Wir hätten sie bestimmt bei dem Stich lassen. Naja, ich hätte doch nichts genommen. Nichts genommen. Nicht? Weil wenn ihr eure 6 Kinder habt, braucht ihr euch ein Geld selber. Wer sagt denn das? Er hat gesagt, und der 6 tut es nicht. Bertel, wie konntest du? Er hat gesagt, er kann. Ja. Ich muss dir noch was sagen. Ja, was denn? Weißt nämlich, der Bertel hat eine Berufung in die Stadt bekommen. Wir ziehen weg von da. Wir ziehen weg von da? Ich hab Babsch, wir werden dich oft besuchen. Ja, das glaube ich schon, diese
Jetzt feiern wir mal unseren Sieg. Ne? Oh je, das wird nicht gehen. Das müssen wir auf morgen verschieben. Heute hat mich nämlich der Bertel bei seinen Eltern angemeldet. Offizielle Vorstellung bei den Schwiegereltern. Das geht natürlich vor. Ne? Bist du böse, Batsch? Das könnte man verschieben, Herr Bob. Nein, nein, lass mal, ich bin eh jetzt schon müde. Das war ein bisschen früh der letzte Tag. Also ja. Dann, Batsch. Wiedersehen. Bin froh, Gerda. Ich bin auch so froh, dass du bleiben kannst. Und so glücklich. Komm, Bert. Wiedersehen, Herr Bob. Wiedersehen. Jetzt bin ich reich, nicht? Ich müsste eigentlich auch glücklich sein, ne? Die Schulden kann ich zahlen und das Geschäft bleibt mir. Herr Chef? Ja, was ist das? Ihr habt zugesperrt. Ja, ich wollte es. Du wolltest, ich bin jetzt wieder da. Ich weiß, Herr Chef, ihr habt Kur. Ja, geh, bring mir eine Flasche Wein. Bring mir eine Flasche Wein, jetzt kannst du sie ruhig bringen, gehört ja wieder mir. Ne? Ich bin froh, dass das Ganze da sein Ende hat, ja. Herr Chef. Ich bin auch nicht wieder da. Ne? Herr Chef? Ja? Brauchen Sie noch was? Nein, danke. Fräulein Cordula, ich brauche nichts. Wollen Sie mich beleidigen? Okay, muss er so lang beisammen sein. Wie lange sind wir denn eigentlich beieinander? 22 Jahre. 22 Jahre. Das habe ich ausgehalten, oder? Also für mich war es auch nicht immer ganz leicht, Herr Chef. Ja, wieder schon. Also gute Nacht, Herr Chef. Gute Nacht, Cordula. Sind Sie froh, dass die Anastasia nicht haben heiraten müssen? Na du, weißt das auch schon. Auch gehorcht. Ja. Bei mir horcht alles. Ne? Und wenn Sie was brauchen, Herr Chef, Sie brauchen nur zu rufen. Ich komme sofort. Du kannst beruhigt schlafen. Ich rufe dich bestimmt nicht. So, Herr Chef, da ist der Wein. Ja. Geh, bring zwei Gläser her und trink's mit mir. Aber Herr Chef, das war ja Verführung eines Minderjährigen zum Laster. Warum? Ich will nicht mit dir haschen. Ne? Ich bin auch so high. Wie geht's, Herr Chef? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Gute Nacht. Herr Chef, ja, was jetzt haben Sie mir einen Booster gebracht. Darf ich mir auch eine Flasche mit aufs Zimmer nehmen? Möchte auf Ihre Rettung ein Glas trinken. Kannst du mit mir mittrinken? Oh nein, vielleicht finde ich dann in mein Zimmer. Naja, dann nimm deine, ne? Haben wir eh schon eine mitgebracht. Ein frecher Lausbuhr, ne? Aber trink nicht zu viel. Nein, nein, nur solange es einmal schmeckt. Und bevor Sie schlafen gehen, Herr Chef, schauen Sie nur mal nach bei mir, falls mir schlecht werden sollte. Du darfst halt nicht so viel trinken, nimm dir ein Beispiel an mir. Sie saufen nicht schlecht. Und dann, ich weiß ja sowieso, dass ich nicht so viel trinken soll. Aber vielleicht kann ich mich nicht beherrschen, weil der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja. Komm, Tommy. Komm. Leist mir du Gesellschaft. Oh, Tommy, schade, dass du nicht mittrinken kannst mit mir. Tommy, jetzt sind wir bald ganz allein, weißt? Die Gerda, die heiratet in die Stadt und zieht mit meinem Lehrer weg und ich bin ganz allein, weißt? Zuerst wird sie mich alle 14 Tage besuchen und dann alle Monate und dann werden Kinder kommen und dann werde ich sie nicht mehr so oft sehen. Tommy, du bist eigentlich auch allein. Tommy, weißt du was? Ich kauf dir ein Weibchen. Hm? Ja, Tommy, schau nicht so entsetzt. Keine so böse wie die Anastasia, sondern ein süßes, kleines Grazer Fräulein mit einem schönen Gefieder und mit einem rosaroten Schnabel. Jetzt lacht er, ne? Ne? Weißt, ich vergönne ja das Glück vom ganzen Herzen. Es tut nur ein bisschen weh, wenn man das hergeben muss, was einem das Liebste war. Was einem eben allein gehört hat. Ne? Siehst du, Tommy, und noch etwas. Wenn die Anastasia auch verlangt hätte, ich soll die Gerda und dich weggeben, das hätte ich nie gemacht. Tommy, du wirst jetzt Familie bekommen und ich verliere die meine. Naja, Opa werde ich halt werden, ist auch was. Ne? Schau, Tommy, wenn sie doch nur kurze Zeit bei mir geblieben wäre, ne? Sagen wir 10 Jahre, ja. vielleicht hätte es mir dann sowieso nicht mehr gegeben. Ja, Tommy,
Der Tommy geht fort und die Gerda bleibt. Nein, verkehrt. Der Gerda geht fort und die Tommy bleibt. Stimmt auch nicht. Nein, ich muss nicht zufrieden sein, wenn ich sie manchmal sehen darf. Oder vielleicht habe ich wieder Glück und eines schönen Tages liegt vor meiner Tür im Regen ein kleines, süßes Findelkind wie meine Gerda. Prost, Ami. Prost. Thank you.